Heute wird's spannend für die Stereo-Fans unter euch. Wir sehen uns nämlich den Atessa Streaming Vollverstärker aus dem Hause Roxan an. Und der hat direkt Blue Sound schon mit an Bord, also die meiner Meinung nach beste Streaming-Plattform für hochauflösende Musik, die man dann bequem per App steuern kann, und ist komplett analog aufgebaut. Und warum gerade dieser Verstärker so besonders ist und was der alles so kann, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Tja, Roxan, das ist ein britischer Hersteller für Audio-Elektronik, der Mitte der 80er schon gegründet wurde und seit 2016 in der Hand von Monitor Audio ist. Und hier gibt es eine ganz neue, moderne Serie, die Atessa-Linie ist das. Die beinhaltet einen Verstärker, den Streaming-Verstärker, den wir uns heute ansehen, ein CD-Laufwerk und auch einen Plattenspieler. Wir sehen uns aber heute den Streaming-Verstärker an, denn das ist ja eigentlich so ein Gerät, was man gerne haben möchte, wenn man so eine moderne HiFi-Anlage betrachtet. Ein Gerät, das fantastisch klingt, das alle Anschlüsse beinhaltet, die man so braucht und am besten noch Streaming in der möglichst guten Qualität direkt beinhaltet. Alles mit nur einem einzigen Gerät. Tja, und da kommt eben dieser tolle Atessa Streaming-Verstärker ins Spiel. Den Atessa gibt es in zwei Farben. Einmal in Matt-Silber, wie wir ihn hier im Studio in München haben, und auch in Matt-Schwarz. Und es handelt sich um einen analogen Klass A-B-Verstärker, der 2x80 Watt bei 8 Ohm bietet oder 2x130 Watt bei 4 Ohm. Und der ist ausgestattet mit Apple AirPlay 2 Konnektivität, mit Bluetooth und mit BlueOS. Das bedeutet, wir haben hier schon BlueOS integriert. Das ist also nicht optional zum Dazukaufen. Es ist integriert und somit können wir direkt das Gerät in unser Multiroom-System einbinden. Und von BlueOS bin ich ein großer Fan. Das ist meiner Meinung nach die beste Streaming-Plattform. Ihr könnt hier jede Menge Streaming-Dienste mit einbinden, von Spotify, Internetradio wie TuneIn, oder eben auch hochauflösende Musik wie Tidal, die ja mit ihrem eigenen MQA-Codec ultra hochauflösende Musik bereitstellen. Und das kann eben dieser Verstärker alles schon, hat er alles schon integriert. Und so kann man auf Knopfdruck wirklich eine Qualität zelebrieren, ein Erlebnis zu Hause haben, wie man das ja eigentlich von der klassischen CD gar nicht so abgebildet bekommt. Da sind wir schon eher Richtung Schallplatte unterwegs, was die Auflösung betrifft. Die Verarbeitung ist fantastisch von dem Gerät und mir gefällt auch dieser konsequent symmetrische Look mit dem Drehregler in der Mitte, der sich wirklich unglaublich gut anfühlt vom Widerstand, den man hier hat. Also der läuft wirklich absolut sauber und gleichmäßig, und dieser Drehregler in der Mitte, der hat auch noch eine zweite Funktion. Wenn man den nämlich drückt und gedrückt hält und dann dreht, dann kann man entsprechend die Eingänge wechseln oder auch zum Beispiel direkt seine Lieblingsplaylist starten, also auf seine drei Favoriten zugreifen. Das kann ein Radiosender sein, Playlist, was auch immer. Auf der linken Seite von dem Drehregler hat man dann so ein kleines OLED-Display in Orange. Also die ganze Beleuchtung ist hier schön in diesem retromäßigen Orange gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Dann hat man hier auch die kleinen Icons. Man findet sich also gut zurecht, wenn man sich durch das Gerät durchnavigiert. Trotz dieses mini-kleinen Displays, also das ist wirklich klasse gemacht. Und auf der rechten Seite haben wir diese kleinen Balken, die sich auffüllen, wenn man lauter macht. Das ist also die Lautstärkeanzeige. Und auch das ist so konsequent retromäßig, obwohl wir es ja hier mit einem ultramodernen Gerät zu tun haben. Das ist was, was irre Spaß macht und bei mir zumindest sehr, sehr gut ankommt und mich so ein bisschen an die alten Stereo-Zeiten erinnert. Anschlussmäßig ist der Atessa hier auch üppig ausgestattet vom Kopfhöreranschluss an der Front, wo hinter sich übrigens ein wirklich guter Kopfhörerverstärker verbirgt. Ihr könnt hier also auch größere Kopfhörer bedenkenlos anschließen und auch größere Lautstärken fahren in einer tollen Qualität. Und auf der Rückseite haben wir entsprechend hier die Lautsprecherterminals, wir haben analoge Eingänge, wir haben auch noch einen Stereo-Ausgang. Und es gibt auch digitale Eingänge, koaxial und optisch, sowie eine Phono-MM-Vorstufe, die hier ebenfalls integriert ist. Das heißt, ihr könnt hier auch direkt euren Plattenspieler anschließen, ohne
eine extra Phono-Vorstufe betreiben zu müssen. Und auch hier kann ich euch sagen, die Phono-Vorstufe, die klingt richtig gut. Und da ist es umso schöner, dass man wirklich ein einziges Gerät hat, wo wirklich alles drin ist, das eben auch gut funktioniert und fantastisch klingt. Kommen wir zum praktischen Teil und da fangen wir vielleicht mit der Bedienung an. Ihr könnt, wie vorher schon gezeigt, den Atessa direkt am Gerät bedienen mit diesem tollen Drehregler. Das ist was, was irre viel Spaß macht und ja, da kann man im Vorbeigehen mal schnell die Lautstärke verändern, den Track stoppen oder zum nächsten Track skippen oder eben direkt einen der drei Favoriten auswählen. Das kann, wie gesagt, eine Playlist sein, der Lieblingsradiosender, das Lieblingsalbum, was auch immer. Ihr könnt das Ganze dann noch per App bedienen. Hier gibt es zwei Apps. Einmal die Maestro Unite App von Monitor Audio bzw. von Roxhan. Die App ist allerdings eher empfehlenswert am Anfang für die Einrichtung. Da könnt ihr auch verschiedene Settings machen, wie zum Beispiel die Eingangspegel festsetzen, also eure analogen Eingänge zum Beispiel oder auch die Empfindlichkeit von dem Phono-Eingang. Und ihr habt die BlueOS App. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine fantastische Sache, denn es ist das übersichtlichste Multiroom-System. Ihr findet also rucki-zucki eure Lieblingsplaylist. Ihr könnt ganz schnell eure Favoriten speichern und auf Knopfdruck abrufen und eben die Musik in so einer fantastischen Qualität genießen, wie man sie sonst eigentlich kaum auf die Lautsprecher bekommt. Zu guter Letzt gibt es noch eine Infrarotfernbedienung, die ist auch noch mit beigelegt. Die funktioniert auch wunderbar, die ist ganz kompakt, die kann man sich also hier schön auf den Beistelltisch legen. Sehr leicht, ist eine Kunststofffernbedienung. Ich gebe zu, ich hätte mir ein bisschen mehr Haptik erwartet, also das ist wirklich eine ganz einfache Fernbedienung. Nichtsdestotrotz sind alle wichtigen Tasten hier parat. Wir haben den Atessa mit verschiedensten Lautsprechern gehört. Mit der Monitor Audio Silver 100, mit der Silver 300, mit einer DALI Opticon 6 MK2 und auch mit einer Bowers & Wilkins 705 S3. Und hier kann ich schon ganz klar sagen, der Verstärker färbt nicht den Klang. Das heißt, ihr hört den Lautsprecher so, wie er nun mal klingt. Trotzdem haben wir durch die analoge Endstufe einfach so eine gewisse Musikalität, eine gewisse Wärme, die wir so von einem digitalen Verstärker nur selten hören. Und vergleichen wir mal den Atessa mit einem C700 zum Beispiel von NAD, der ja deutlich kompakter in der Bauform ist, die gleiche Leistungsklasse eigentlich ist, aber eben voll digital, dann spielt der Atessa definitiv hier musikalischer, etwas lebendiger und ist auch nicht ganz so scharf in den Mitten. Das ist natürlich eine Geschmackssache, wer also auf diesen ganz linearen Klang steht, diesen analytischeren Klang, der ist vielleicht besser mit dem NAD bedient. Ich würde sagen, ja, für alle, die auch gerne ein bisschen Rock hören, ein bisschen lauter machen, da sollte man sich den Atessa nochmal ganz genau anschauen. Der wird nämlich nicht so unangenehm scharf in den Höhen und den kann man auch bei höheren Lautstärken wirklich richtig genießen. Er bleibt also kontrolliert, hat eine fantastische Kontrolle über den Lautsprecher. Wir haben einen spritzigen, schnellen und knackigen Bass, eine schöne, auflösende Bühne. Wir verzichten auch nicht auf die Feinauflösung, aber haben eben dieses charakteristische Warme von einem schönen analogen Verstärker, so wie ihn auch ein Marantz Model 40 zum Beispiel macht. So in diese Richtung würde ich ihn einordnen zwischen dem NAD und dem Marantz. Klanglich ist der Atessa was ganz Besonderes, denn er schafft so eine perfekte Balance, die man eben mit diesem analogen Verstärker hinbekommt. Ihr legt zum Beispiel einen Track auf von Fleetwood Mac, Dreams. Vielleicht kennt ihr den, wenn da die Stimme einsetzt und ihr habt höhere Lautstärken, dann wird das relativ schnell schrill und unangenehm. Nicht beim Atessa. Man kann hier wirklich auch hohe Lautstärken fahren. Man hat die volle Detailauflösung. Es klingt wirklich sehr filigran, fein, aber nicht schrill und bringt eben diese nötige Wärme mit. Newton Faulkner zum Beispiel, Teardrop, kennt ihr. Da setzt dann der Bass ein. Da haben wir also einen kontrollierten Bass, eine Dynamik, die irre ist und auch eben hier diese breite Bühne, die feine Auflösung. Und auch hier, man kann hier einfach hören und hören und hören. Zu guter Letzt
noch ein Beispiel, Audioslave, Show Me How to Live. Ja, das ist ja schon dann ein bisschen rockigerer Track mit viel Gitarre, mit Schlagzeug. Und hier hat mich ganz begeistert, dass man einfach so fein die Instrumente differenzieren kann. Man hört also die Drums ganz klar und differenziert. Man hört die Gitarren, man hört auch die Stimme. Es wird also nicht so verwaschen. Es bleibt richtig schön differenziert, kristallklar, fein auflösend, aber eben nicht überschärft und immer mit dieser, ja, mit diesem warmen, analogen Touch. Und das ist was, was mir irre gut gefällt. Man hat also ein neutrales, dynamisches, musikalisches Klangbild, das nicht an Auflösung einbußt. Und ja, irre viel Spaß. Also so kam es wirklich, dass wir heute den ganzen Vormittag Stunden um Stunden einen Track nach dem anderen gehört haben und uns das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gekommen ist. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem erstklassigen Stereoverstärker, der alles schon drin hat, also Streaming, Bluetooth, Airplay, Phono-Vorverstärker, Kopfhöreranschluss etc., ja, dann solltet ihr euch unbedingt mal den wunderschönen Atessa ansehen. Den gibt es natürlich bei uns im Heimkinoraum in eurer Nähe. Ruft gern an oder vereinbart unter unten stehendem Link einen Termin. Dann nehmen wir uns gern die Zeit und hören uns den gemeinsam mit euch mal an und vergleichen den auch gern, wenn ihr möchtet, mit anderen Geräten. Alternativ, ruft unter unten stehender Nummer an, da können wir euch auch gerne telefonisch beraten und nutzt auch gerne unseren Online-Job. An der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Bis dahin, macht es gut, ciao, servus und auf Wiedersehen.